Hast du gesehen? Ich mach's dir nochmal. Passt. Tschüss. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Herzlich willkommen in Bodrum. Leute, heute gibt es einen Vlog von der anderen Schiene, denn wir werden in ein Restaurant gehen. Namens? Pico. 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 Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Vlog und gönnt euch. Auto. Willkommen im Vlog, Freunde. Wir werden heute ein sehr, sehr schönes Restaurant besuchen gehen. Was für ein Restaurant werden wir besuchen? Fico. Fico. Das ist türkisch, wie nennt man das? Cousine. Cousine, ja. Oh, auf den. Luxuriös, ja, heute. Do just what you want. Ja Leute, die Jungs parken unser Auto. Merhaba. Aus Ausgehaltenes. Ausgehaltenes. Ya ben diğer de evde bırakmak istemiyoruz o için. Evet, çok iyi yapmışsınız. Real talk Leute, ich bin nicht dieser Luxus-Typ und so. Das macht mir auch nicht so viel Spaß. Aber mit einer Gruppe muss man immer zusammen entscheiden. Das ist ein sehr, sehr schönes Restaurant. Schaut euch diesen Blick an. Eieiei. Sehr, sehr schönes Restaurant, ja? Wow. Two by nights. Van Tiger for chicks. Okay, mein linker Platz ist frei. Oh, yes. Ich wünsche mir die Farben hierher. Wir haben schon Margarita bestellt für euch. Leute, jetzt beginnt der Urlaub. Jetzt gibt's Margaritas. Zum Wohl. Tamam. Boah, ich denke, das haben wir nicht hacke betrunken, dann schmeckt mein Essen noch besser. Margarita, Senorita, como estás, Jabanita. Verstehe ich? Marita, das hier ist eine ganz klare 7,5. 6 bis 7, ja. Meine ist besser, deutlich besser. Ich muss sagen, es ist keine 7, es ist eine 6,5, auch 6. Eine gute Margarita steht und fällt mit dem Tequila. Da ist kein Don Julio drin, kein Don Julio. Da freuen wir uns mehr auf zu Hause. Habt ihr Bock auf sowas? Ja. Hier kann man aussuchen, was man wählt, Freunde. Komplette Auswahl von? Es gibt alles, oder? Komplett Türkei ist hier auf diesem Tablett. Leute, ich sage euch ehrlich, nur leckere Sachen. Was ist das aber? Macht man eigentlich anders. Was ist das, ja? Was ist das? Was trinkst du da schon, Marie James Bond? Was ist das? Geschüttelt, gerührt, meriert? Cheersy! Oder man denkt, wir sind Abschlussklasse 260. Ja, Allah. Sekulär. Warum hast du eigentlich Umut seinen Geburtstag vergessen? Weil ich letztes Jahr seinen Geburtstag so gefeiert habe, dass ich sogar meinen eigenen Pass vergessen hätte. Ganz ehrlich, ich hadere mit mir, das zu verzeihen. Dieses Wort hat er noch nie benutzt. Das heißt, er mag mich wirklich nicht mehr. Ja. Oh, Abidjim. Kuss geht raus. Sekulär. Das liebe ich, ja. Gurke und Joghurt, the best one. Ich weiß, wir sind heikles Restaurant, ja? Tamam, es tut mir leid. Wow. Es ist schlimmer, oder? Ich hab Angst, wenn ich da reinbeiße, dass es aus allen Ecken und Kanten... Das hier, Freunde. Ich weiß nicht, was die Kruste hier ist. Ich habe keine Ahnung davon. Was ist das überhaupt? Das weiß ich nicht. Das ist Hatay-Börek. Hatay-Börek, yes. Ah, okay. Börek. Okay. Hatay-Börek. Kuss geht raus, das ist sehr, sehr lecker. Bro, kein Mensch weiß, was Hatay ist hier. Tu euch nicht so, das ist... Hatay ist eine Ortschaft, oder? Ja, Hatay ist sagen. Keiner weiß, was es ist, oder? Schon bestellt, oder warum kommen die ganze Zeit... Ah, oh, mit der Schaff. Oder wie Brüder habt ihr das gerade gemacht? Wir sind auch Brüder. Ihr seid Löwen. So. Wir haben hier ein schönes Lahmacun.
Und man denkt sich, ich hab noch nicht probiert. Das schmeckt echt gut. Na gar nicht. Oh, Marvin, ja, oh! Vorspeise, da krieg ich den, oder? Lachmann Jun, gebe ich eine klare 8 von 10. Gut. Wir haben hier auf jeden Fall auf dem Tisch Ichli-Köfte. Krass, das sind Salate. Atom, noch irgendein Joghurt-Gemisch. Käse. Und noch irgendein Joghurt-Salat. Also sehr, sehr leckeres Zeug. Der Trick ist es. Was war das hier nochmal? Hatay Börek. Hatay Börek in Lahmacun Jun rein? Lahmacun Börek. Margarita ist es halt einfach, oder? Sind wir ehrlich? Ich habe dein Video auch gesehen, wo du behauptet hast, die beste Margarita der Welt, die du getrunken hast, war in Mexiko. Das hat Marie sehr enttäuscht. Ich bin in einer Bredouille, kann das sein? Ja. Ich glaube, ich werde jetzt gehen, damit ihr die Rechnung bezahlt von heute. Bist du bereit für deinen ersten Schluck Racke in deinem Leben? Du musst jetzt halt immer kleine Häppchen nehmen und immer einen kleinen Schluck Racke trinken und danach von dem Roten noch dazu nehmen. Umut erklärt mir mein ganzes Leben, wie ich Sushi esse, wie ich Margaritas trinke. Wir haben euch versaut, Mann. Konrad und Stuart. Die wollen immer Urlaub in Saint-Tropez, in Ibiza und in Bodrum machen. Ja, Mann. Die beiden leben. Konrad, Stuart, hey, du bist schuld. So, Freunde, wir schauen jetzt ganz kurz in die Küche in diesem wunderschönen, sehr, sehr krassen Restaurant. This is the cold section. Uh-huh. And the guys are preparing here all the salads, etc. Okay, let's go. This is the pastry section. Uh-huh. We are making which is one of the famous homemade Turkish, we call this the künefe. Mm-hmm. And the selection of the künefe is actually. Mm-hmm. And this is the real stuff. Okay, I give you this one, the bone, and I take one. We just cover the hair. Yes. Ihr wisst, Freunde, Hygiene ist das Wichtigste. Assalamu alaikum. So this is our cold section. Yes. We call all these the cold appetizers, the Turkish mezes. Meze? Yeah, yes, the meze. So we are preparing everything, every single thing here by daily. Oh. So yeah, everything is by daily. It's finished. And if it doesn't finish, we throw the garbage straight. So okay. We don't keep and save nothing for the tomorrow. Wir schauen ganz kurz den Grill an, weil der Grill ist jetzt gerade voll. This is the main stuff. The real stuff is here. Yes. So this is the kebabs, everything is here. You guys can see all the grill here. Oh. So we are using the charcoal grill over here with the wood fire. So mm-hmm. You can see all the selection of the kebabs, the lamps, the filet mignon over here. Okay. So the guys, as you can see at the corner, the guy is putting the mixed spices over here, giving all the flavor, all the taste for the food. Mm-hmm. And just the lavashes are here. So this is our baked oven. Uh-huh. We are making the here. We call this the Turkish name is the lahmacun. Yes. It's kind of like a pizza, but the duff is more tiny than the pizza. Mm-hmm. So we are using for that one with the mincemeat, some uh-huh. spices over here. And also we are making the selections of the pides over there. This is the wood fire, as you can see. It's not gas. Yes. It's the real wood. Yeah, the real wood fire. Yes. And it gives all the taste with the smoke. Yes, the smoke of the wood. Yeah. Do you use like some special wood for it? Over here you can see. Die benutzen sehr spezielles Holz und ich denke, es wird Eichenholz sein. Eichenholz scheint sehr gut, was den Rauch angeht und sowas. Und schaut hier rein. Seht ihr das? Da brennt die wirkliche Hitze raus. Wow, very nice. Yeah. Okay. You should check this one. This is the dessert. The preparation of the dessert. Actually, he prepared. Künefe. Künefe, correct. I know it. He prepared and now he's cooking it. Ah. As you see, there is a steel tray. Yes. So the künefe is cooking with the low fire. Yes. Very low fire. Yes. He is adding the melted butter over here. Yeah. And he is adding the end of the cooking with the touch of the sherbet. Which is the melted sugar with the water, mm-hmm. with the hot water. Mm-hmm. But this is cold because he's waiting. It's like syrup. Exactly. Do you want to take a picture for the mixed kebab? Oh, wow. I mean, this is not the mix. This is the guests ordered. Yes. But they want everything in the one plate as a family style. So yes. This is the family style. Now it goes to the table, straight to the table. Shortings, grilled pepper, grilled tomato. This is lamb, right? No, that's the beef. Ah, that's this the beef. Is the lamb. This is the lamb. Yes. Yeah. This is the chicken wings over here. Okay. This is the liver.
Wow. It looks insane, really. Yeah. Wow. It's really nice and tasty. Very nice. For letting me in. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Wir hatten einen ganz speziellen Einblick in dieses Restaurant. Teşekkürler. What's your name? Ali. Ali. I would like to say you one thing. Yes. Our main branch is in Istanbul, is in the Yeniköy. Yeah. And in the next week we are going to open the first branch out of Turkey in the Doha in Qatar. Oh. So if you go to Qatar in Doha, you have another home to visit and to enjoy all the Turkish food as well. Wow, okay. Yeah. Thank you, Thank sir. You. Ja, Freunde, Kuss geht raus auf jeden Fall. Stark, oder was sagt ihr? Leute, wir haben einen ganz kurzen Einblick in die Küche bekommen. Ich weiß, ein bisschen eskaliert gerade, der Bre hat ein bisschen ernst gemeint selber, aber die Küche, es hat so lecker gerochen, ich kann selber nicht mehr. Hier ist diese Fleischplatte. Oh. Macht mal jemand Licht, genau. Wo willst du haben? Warte. Listen, you took a video, it comes to your table. Yeah. But the chicken wings you should try, guys. As you know, the chicken wings, they are like a normal two bones. Yeah. But here we are showing with the one bone. Okay. Yeah, I mean, you know what I mean. You can just throw it, just chicken? Eat, you throw just, it. Yeah, just yeah. throw it. Was haben wir hier, Samia? Filet. Schon mal sehr zart. Ja. Okay, probier also, mal. Lasst euch schmecken, warm. Lecker. Sehr gut? Sehr weich, ja. Sehr lecker. So wie es sein soll. Die Grillplatte, die wir gerade hier drin gesehen haben, haben wir hier sogar stehen. Schaut euch das an. Von Leber, Beef, das hier ist Chicken, irgendwo ist Lamm. Lamm ist fast weg, merke ich gerade. Lamm ist weg. Lamm haben wir auf jeden Fall hier. Lammfleisch. Zart wie Butter. Und das ist Türkei. In meinen Augen, ganz einfach. Leber bin ich nicht der größte Fan, bin ich ehrlich. Wo ist Leber? Leber ist hier. Iso probiert es Leber. Total. Das Problem ist, ich habe ein Problem mit der Konsistenz. Das ist mir zu breiig, zu. Das ist ja einfach nur ungewohnt. Ja, ja, genau. Du magst auch nicht? Okay. Auch ein Türke mag es nicht am Tisch. Das heißt, auch wegen der Konsistenz. Okay. Ich bin damit aufgewachsen. Hähnchen, man, Chicken ist eine Besonderheit hier. Bitte probieren. Oh mein Gott, ist das weich. So gut, oder was? Probieren. Oh mein Gott. Wow. Das sind, glaube ich, sogar Chicken Wings, aber juicy, oh mein Gott. Du hältst die Zähne dran, es fällt ab vom Knochen. Oh mein Gott, das ist... Baby, probier mal. Probier mal Chicken. Hier. Er hat das sehr, sehr, sehr... Probier. Das ist echt weich, oder? Sind wir ehrlich? Wow. Ich hatte in meinem Leben noch nie so ein weiches Chicken gemacht. Was ist das hier? Körperlich anwesend, hat der Lehrer mal gesagt. Auch Chicken? Nee. Lamm. Lamm? Lamm müsste es sein, ja. Boah. Ja, sehr gut. Also sind wir ehrlich, das Restaurant kriegt von mir eine ganz klare 10 wahrscheinlich. Muss ich ehrlich sagen. Alles schmeckt. 9,5 war immer nach oben und Luft nach oben. Ja, ja, okay. 9, aber 9, Service, 9. Essen, mega. 10-11 wäre da wie immer. Bak, Video das söylüyor. Güzel. Ben sizi şimdi bize dikleyin yaptım. Nur für dich extra Sache. Er hat gesagt, du musst heute aber trinken. Sadece bugün. Nur weil du so respektvoll bist, hat er gesagt. Sehr gut. Hier würde ich auch persönlich das Video beenden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Kuss geht raus. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Alle Instagram von allen Leuten, die heute dabei waren, sind verlinkt. Ihr könnt ihnen allen folgen. Kuss geht raus. Ciao. Jeder legt jetzt seinen Finger drauf und der gewählt wird, zahlt. Okay, 1, 2, 3. Okay, nochmal. Jetzt, passt. Marie wird sich schön. Boah, Alter, muss er. Aber wisst ihr warum? Du musst zahlen. Ich drück so fest, Alter. Er kann doch mich nicht mehr. Wie viel war das in Euro? Okay, passt. Das war teuer, Leute. Ganz gut. 1000 Euro.